Der hat einen übelst großen Kackhaufen gemacht, guck dir das mal an. Bonsai, guck dir den riesen Kackhaufen an. Siehst du den? Wolltest du nicht vorher? Das ist ja, da muss ich Kristalle wegbringen. Das ist ja fast schon ein Kunststück. Alter, zwei übereinander. Aber es ist aber echt nett, dass er gewartet hat, bis der Flug zu Ende ist, bevor er kacken geht, ne? Ja. So, scheiße, landet mal bitte trotzdem hier, meine Guten. Würde ich super finden. So. Okay. So. Und ich meine hier, dieser Pypte Eranadon, der ist Level 65, also geht man auch auf über 100. So schlecht ist der Pteradon. Ja. So, ich gehe mal ins Haus rein. Wie gesagt, ich mach's jetzt meinem Haustier gleich. Kurz Abgang. Ich werde wahrscheinlich nicht so einen Turm hinbekommen. Ich bring noch mal 200 Steine und ein bisschen Flint und alles mögliche. Na, sehr cool. Ja, das könnte vielleicht einer mal aus dem ganzen Holz, was wir haben, noch so eine 2-3 große Kiste bauen. Wir bräuchten eigentlich noch eine SWF. In der linken kleinen Kiste sind noch zwei Schränke drin. Ne, die habe ich eigentlich aufgebaut. Deswegen okay, stehen da zwei große Schränke. Also wir bräuchten echt mal eine weitere Schmiede, also wo wir schmelzen. Eine Fortress, ja, können wir auch noch mal bauen. Müssen ja genug Steine haben eigentlich. So. Scope Attachment kann ich gleich bauen, wenn ich 5 Steine habe. So, wieder was geholt. Ach, Idiot, ich habe Steine geholt. Der hätte mich Flint holen müssen. Ah! Brauchst du Steine? Ja, ich habe mir gerade 100 rausgenommen. Ich hau dir mal in die Smithy rein, weil sonst haben wir keinen Platz mehr. Ja. Scope Attachments, 2 Stück. Sehr schön. Wie viele Snipers haben wir? Eine Sniper. Ich schau mal, ob ich noch eine bauen kann. Sollte euch gehen mit dem ganzen Eisen, was wir haben. Metall muss noch was rein und Wood muss noch was rein. Haben wir genug in den Schmieden? Suri. WB. Jo, WB. So. Aber ich glaube, ihm kann schon seine mit Attachment ausstatten, oder? Ja. Ja, deine Scope. Ja, klar. Wie bitte? Deine Sniper. Deine Sniper liegt schon nice. Und 32 Schuss kannst du mitnehmen. Aber mir voll leid, weil am Ende habe ich wieder 0-0 beigetragen. Ne? Ich habe eine Affen gesucht, wieder nichts gefunden und so. Das ist ein bisschen schade. Das Einzige, was ich gemacht habe, ein paar Spieler in die Luft heben und fallen lassen. Aber ja, aber du hast schon mal viel Verwirrung gestiftet da hinten. Die denken, du bist irgendwo. Wer geht von euch jetzt mal bitte Öl farmen? Ich mach das. Wir wenigstens nur ein was beitragen. Ich mach das jetzt. Dann irgendwie so ein Ichti oder so und also Öl. Ja, keine Ahnung. Nö, ich hau Krebse. Ich mach Krebse. Ja, ich werde auch in der Winterlandschaft jetzt fliegen. Ich würde mir am liebsten in der Winterlandschaft in der Krebsen suchen, weil da werden keine Spieler rumrennen. Muss ich keine Angst haben. Ja, okay. Und da kann ich gleich noch Wölfe killen und gucken, dass wir noch Pelzrüstung zusammenbekommen. Ich habe nämlich auch so eine kleine Idee, was man vielleicht mal ausprobieren könnte, so eine Notunterkunft machen. Wo man notfalls hinflieht, falls diese hier weggeradet wird oder so. So mitten in der Winterlandschaft, wo keiner mit rechnet, so mitten auf dem Berg oder sowas. Hast du was Cooles? Hast du vor kurzem jemanden wieder runtergeworfen? Jo, naja, vorne. Unintelligentischer, bla bla bla, keine Ahnung, den Namen kann ich nicht lesen. Agentavis, was bist du eigentlich für ein Urzo?
Das war vor einer Viertelstunde gewesen, oder vor 10 Minuten. Ja, ich hab's gerade gesehen, wenn der Ding gerade angegangen ist, der Chat. Da bin ich nicht so schwer. So, ich stell mal Ferngläser her. Ja, die wären super. Jo, bitte. Wiege ich nicht so viel. Also bevor wir runtergehen, wäre es super, wenn wir die haben. So, 5 Ferngläser, die hau ich gleich in die Smithy rein. Super. Also 4 Stück. So, Scope ist ja schon dran, ne? Oh, nice. So, gut, ich muss mal eben ganz schnell aufräumen und dann okay, fliege ich erstmal in die Winterlandschaft dann schnell. Oh ja, das ist voll. Wir müssen unbedingt mehr Storages machen. Also es scheitert jetzt gerade nur am Öl, ne? Also. Jo, ich kümmere mich jetzt drum. Ja, ich gehe auch mit. Ich werde aber fliegen, also du kannst dir aber gerne für den Flugzeug ja noch einen Sattel machen, für diesen Pip-Tip. Ja, mache ich gerade. Nimm dir ein Fernglas mit. Das gleich behalte ich mal. Das gleich hau ich mal hier in die Mörser rein. Wir brauchen also Betäubung, brauchen wir sowieso noch sehr viel. Wir müssen dann aber auch mal irgendwie irgendwas finden mit Bären sammeln, dass wir schnell in Narcotics kommen. Also das mangelt noch ein bisschen jetzt an Dinos. So, da kann ganz viel Rottenfleisch jetzt draus werden, das ist erstmal gut. Wobei, ein bisschen was nehme ich mit für meinen Atem. Ich glaube, der braucht auch noch ein bisschen was. Gut. Ich kriege trotzdem nur übelst viel. Hier habe ich noch Steine. Die kann ich auch mal in den Mörser hauen. Die braucht man auch dafür. Wie viel Leder haben wir? Ich habe übelst viel. Ich habe irgendwie 600 Leder oder so. Oh, das nächste Mal mal kurz. Jo, mache ich gleich. Super, danke. Hier rein. Keratin kann man auch gebrauchen. Das haue ich dann auch gleich mit da rein. Perfekt. Alter. Oh, du hast mich übelst eingebaut. So, ich schau mal, was ich brauche, um diese Schisspflanze herzustellen, ja? Die kleinen Storage, das machen wir dann wieder weg, oder? Ja, die machen gleich weg, ich füll die dann um. Alles klar. Ich muss nur noch die neuen dann benennen hier. Ein Kunde, ey. So. So, ich hab halt alles reingehauen. Super. So, Fortitude weiter skillen. Super wichtig. Also ich muss jetzt doch sagen, nach dem sehr holprigen Start immerhin fühle mich jetzt auch wieder ein bisschen besser. Auch wenn ich nicht viel beigetragen habe, aber ich kann nichts dafür. Wenn ich keine Affen finde, finde ich keine Affen. Das wäre gut gewesen, aber es hat leider nicht geklappt. So, Spoiled Meat wollte ich jetzt hier eigentlich noch reinhauen. Bin ich im Mörser? Ja, bin im Mörser. Also Spoiled Meat haben wir richtig viel. Wir brauchen jetzt echt nur noch ein Codex. Wie viel wiege ich denn? Egal, ich kann dem Adler dann alles geben. Kriegen wir genug mit. So gut. Ab geht's. Die Pflanze muss ich gar nicht leeren, Serx, ne? Bitte? Ich muss nur die Saat finden dafür, ne? Ja. Du meinst die Spezial da? Ja. So, Sattel drauf. Sehr schön. Ja. Ey, Kakumi hat recht. Das sind alles Perlen, die hier so leuchten. Also bist du schon weg? Brauchst du keine mehr holen, ne? Ja, ich weiß, aber es sieht halt voll schön aus. Guck mal hier, wie das leuchtet. Bist du schon alles. Weg? Jo, ich bin schon weg. Ich flieg gerade Richtung diesen grünen Strahl. Ja, ich flieg da hinterher. Okay. Seh dich. Da können wir auch zusammen. Da unten ist ein Mammut. Wollen wir das Mammut tamen? Öl bitte. Bitte, Öl. Ja, der ist schon Öl. Das ist das Einzige, was fehlt für die. Für den Fabricator und die Autos. Man kann sogar schon. Jo, ist schon klar. Ein Fahrstuhl. Man kann sogar ein Fahrstuhl nehmen. Schon genau neben einem Mammut, hier ist Öl. Genau hier. Ja. Ah, okay, cool. Mal kurz aufpassen, dass ich da nicht. Wir müssen echt aufpassen, wegen, dass wir nicht erfrieren, ne? Bist du? Ja, ich beeile mich deswegen. Die Steine hau ich weg und das Öl nehme ich. Wo ist denn hier Öl? Dieser riesige Felsblock, der schwarze. Wo du drauf haust gerade. Ja, das ist Öl. Das ist, die Gegend hier ist extrem geil. Ja, und das ist der Punkt, Leute, weil ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt bestimmt dann schon den ersten Folgen rumgemeckert haben, dass wir so ewig rumrennen. Das ist der Grund, warum wir hier hin wollten, weil alle Ressourcen, die man im Endgame braucht, hat man hier in der Nähe. So, ich habe 200 Öl mal, die Steine hau ich weg. Ich habe mehr als 200 Öl. wir brauchen auch noch von diesem schwarzen Zeug hier, wie heißt das, schwarzen Steine hier. Obsidian. Obsidian, genau. Die sind am Berg, da kann ich jetzt. Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, so 400 Öl reicht doch bestimmt, wenn jeder 200 hat, oder? Ja, hol mal über 1000, weil wir müssen dann. Okay, dann hol ich auch noch ein bisschen. Wir müssen halt Öl draus machen. Wir fallen vor dem Stein. Okay, der Stein ist weg. Hau die Steine raus aus dem Inventar und wir hauen wieder ab. Und dann kannst du fliegen leichter.
Ah, der Flugsaug ist echt ein Segen, ey. Ist das ein Wolf dort? Nein, das ist eine Elchkuh. Eine Elchkuh? Beam, kannst du mir ein bisschen Öl abnehmen, weil wie du siehst, ich bin extrem langsam. Yo. Hau's einfach bei mir rein. Also bei meinem Greifen. Ja, warte, ich muss mal landen. Es dauert ein bisschen. Oh, guck mal, da hinten ist ein richtiger Elch. Geweih. Aber wie gesagt, könntest du mir helfen, Sergson? Oder, ja gut, es geht immer so hin. Ich würde gerne noch einen Wolf killen. Weil wir nicht das Mammut schnell tamen, ich habe Pfeile mit, Mann. Kann in der Zwischenzeit wenigstens einer von euch das Öl vorbeibringen? Jo, das kann der Sergson dann machen, dann tame ich jetzt das Mammut. Bitte, bring's mit hoch, weil wir brauchen doch bestimmt auch nochmal Holz, oder? Warte, ich flieg schnell hoch, das sind schon mal 200 Öl. Und wir haben dann was zum Bären sammeln mit dem Mammut. Das darfst du auch nicht vergessen. Okay, ich bring schon mal 200 Öl hoch und komm dann gleich wieder runter, okay? Jo. Weil das Rest ist im Adler. Okay, dann würdest du mir bei dem Mammut helfen, sozusagen? Ich helfe dir dann gleich, ja. Gut, dann suche ich währenddessen nach einem Wolf, dass ich am Pelz rankomme, weil den kann ich einfach töten. Ziemlich gut sogar mit deinem Adler. Oh, ich finde die Winterlandschaft voll schön. Das ist der Wahnsinn. So, aber wir fliegen jetzt mal weiter oben. Brauchen so einen scheiß Wolf. Weil sie müssen wir die erstmal töten, damit dann Pelz rankommen. Weil vielleicht ist Pelz auch gar nicht so wichtig jetzt. Also ich habe so das Gefühl, es geht ganz gut. Auch ohne. Ich glaube, Pelz werden wir eigentlich nicht brauchen. Also ich laufe lieber mit einer Metallrüstung dann rum. Ist wieder hell draußen. Dann dreh ich um jetzt hier. Da guckt man auch da hinten, ey. Da könnte man auch geil bauen. Das ist eine geile Stelle für eine Base. Ja, stell dir mal vor, wir würden im Winter starten, Alter. Da wären wir direkt erfroren. Stell dir mal vor, die komplette Karte wäre Winter. Gibt's bestimmt auch mal irgendwann eine Mod. Ich hau Öl in deine Schmiede rein, oder? Ja, so. Wir müssen dann mal. Ich baue dann gleich einen Fabricator. Steine, Holz. Beschrift dir irgendwas mit Öl. Öl in die Smithy, damit wir Holz verwerfen können. Ein Ding ist noch frei, warte. Hier kämpft gerade ein Mann gegen den Wolf. Ich versuche jetzt mal beide zu tame. Oder einen davon. Da ist Öl drin. Und wenigstens einen davon. Ah, die hauen dann sich gegenseitig noch drauf, ne, glaube ich. Wenn eine tot ist, getamed ist. Ich weiß es gerade nicht. Geh erstmal auf den Wolf. Ja, wahrscheinlich wird das Mammut gewinnen. Deswegen gehe ich auf das Mammut. Ich glaube, den schaffe ich jetzt hier. Ich habe 28 Pfeile. Wow, der kommt. Passiv. Ich habe ein bisschen Angst. Ben. Okay, bitte sei nicht tot. Ah, scheiße, ist nur Level 8. Wow, ich werde angegriffen von dem Wolf. Wo, da. Level 4, ja, nehmen wir auch noch mit. Ganz schön Schaden, ey. Ganz ruhig. Du bist dort, wo wir uns getrennt haben, einfach noch ein bisschen weiter, genau. Ich bin noch genau da eben. Ihr könnt Hilfe mit Betäubungsfeind gebrauchen. Bin schon da. Ah, ich treffe den nicht, weil der mich reinpackt, Alter. Ganz ruhig. Oh, Alter! Ich schieß immer vorbei. Okay, ham. Hammern! Nice. So, Fleisch rein? Fleisch ist drin. Und das Mammut nehmen wir auch gleich noch mit. Das Mammut braucht Bären. Alter, das Mammut schaut aus. Ja, ist ein bisschen kaputt. Wie nennen wir das Mammut? Mach wieder Money oder so. Ah, der ist noch Level 10, das stört mich ein bisschen. Kleiner Money. Guck mal, welches Level das Mammut hier hat. Aber ich meine, scheiß drauf, Mammut brauchen wir eh nur für Holz und Bären. Drum ist es egal, welches Level das hat. Guck mal eben, was das hier ist. Kommst du, Kleiner? Das Mammut ist Level 36. Wollen wir es auch noch mitnehmen? Ja, magst du. Also manuell geht auch nicht. Ein Reh. Baby. Hat noch einer irgendwie Keratin oder Chitin? Nein. Nee, irgendwie nicht. Das Smithy ist auch nichts mehr. Ja, das aus dem Smithy habe ich rausgenommen, alles. Okay. Ja, tut mir leid, dass das Mammut muss ich zurücklassen, weil ich erfriere hier halbert und es kommt einfach nicht. Was brauchen wir denn für einen Mammutsattel? Kann man den so herstellen?
Oder braucht man die Smithy für? Die braucht man dafür. Sattel. Ankylo Mammutsattel. Kann ich herstellen. Der Hund ist wenigstens so gescheit und springt. Wo bist du? Ich grinn gerade auf den Weg zur Basis. Hab den Wolf im Schlepptau. Ja, mit dem, wegen dem Mammut, weil ich hab einen Sattel gemacht. Ich hol's mal ab, aber jetzt ist wurscht. Ich muss jetzt in die Base. Leben geht runter. Okay. Okay, der Wolf ist irgendwo runtergesprungen und kommt jetzt auch nicht mehr. Leck mich. Bist du unten am Strand oder wo bist du? Ich bin jetzt am Weg hoch, bin gleich beim Haus. Wie gesagt, kein Bock zu erfrieren. Bin im Haus. Hä, wo bist du denn hochgekommen? Geflogen. Ach so, alles klar. War ein Pterodon. Ja, dann komme ich auch hoch. Ich bin nämlich in den Wald gelaufen. Ich dachte, du kommst da hoch. Ich bring dir eben den Mammutsattel vorbei. Ich esse ein bisschen was und dann gehe ich wieder raus. So, das bringt so nichts. Das Mammut hängt dann jeden Baum fest und die Bäume kannst du nicht umhacken. Wir brauchen Eisen noch, ne? Eisen und vorwiegend Eisen, Eisenstein, Keratin. Eisenstein-Keratin, okay, und ein Ankylo. Also Eisen wäre sogar fast am wichtigsten. Jo. Ich schau mal, ob ich den nochmal finde. Ich räume ihn noch ein bisschen auf, dass er weniger wiegt. Nimm den Sattel mit. Im Anschluss gehe ich dann Eisen grinden. Jo. Und suche das nach einem Ankylo. Aber ich tun dir den Vogel rein. Oder so. Aber Turrets fehlt jetzt nicht mehr viel, oder? Doch, Eisen und Jo, ist drin. Ja, Eisen. Und Zementpaste. Beam, kannst du kurz mal zur Seite gehen? Ich wollte den Fabricator hier hinbauen. Darf ich den setzen? Ja, kannst du machen. Okay. Warte. So. Liegt auf dem Boden. Wenn es geht, so in der Mitte, dass man ringsrum noch drum rumlaufen kann. Ja. Okay, Mann, die habe ich wieder gefunden. Ich baue den, ganz schnell. Ich hab das Lagerfeuer kaputt gemacht hier. Bonsai, geh mal einen Schritt zur Seite. So, ich glaube so. So, dass man an die Fortress noch ordentlich rankommt. Jo. Ich guck nochmal, das sieht gut aus. Machen wir so hier. Achtung. Jo. Jo, wunderbar, kommt man ringsrum. Nice. Gut aus. So gut, ich werde jetzt erstmal meinen Charakter ein bisschen aufräumen, alles mal skillen in Ruhe, das mache ich jetzt einfach mal schnell, das kann ich ja dann wieder wegcutten und im Anschluss brauchen wir noch Eisen und währenddessen muss ich auch noch ein bisschen an Ankylo gucken oder so, dass wir noch Stein farmen können und dann werden endlich die MG-Geschütze aufgebaut und sobald die MG-Geschütze stehen, fühle ich mich sehr viel besser dann auf jeden Fall. Sehr viel besser. Also, wir geben einen kleinen Cut und dann sehen wir uns dann gleich wieder, bis gleich. So. Oh, am Feuer verbrannt. Lustig. Ja, 3 Stunden 35 haben wir schon Aufnahme. Ihm hier vorne in der Ecke liegt das Fleisch, ne? An der Forge. Jo. Was ist da? Fleisch essen. Okay. Alter, der Pterodon geht mir so am Arsch. Ich gehe 3 Schritte und der fliegt mir vorne in den Elefanten rein, dass ich mich nicht mehr bewegen kann und feststecke. Nein, vor der Forge, die Kiste hier. Vor deinen Füßen. Also, hier. Danke. Kann mal jemand mit einem Adler herkommen und den Flugi abholen? Bitte, wo bist du? Kann jemand einfach mit einem Adler herkommen und das Flugi abholen, weil ich drehe gerade durch und ich bringe den Flugi gleich um. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich komme. Ich hol grad Eisen hier. Bist du noch in dem Wintergebiet? Ja, und ich komme nicht weg und ich verliere gerade Leben, weil dieser Vogel immer in mir steckt. Vogel in dir stecken, Vögeln. Gut, ich komme. Nicht da. So, yeah. Alter.
Du Flugfisch, verpiss dich! Bist du immer noch da, wo wir den getamed haben, oder? Ja, an den Berg hochgekommen, gerade frisch. Da unten ist ein Mammut. Ich sehe Steine und oben. Pfeiler. Oben, schau nach rechts, das siehst ah, du. Ich seh dich, okay, ich seh dich. Ein Mammut, wo ein Vogel drumherum kreist, wie... Und der Vogel nervt dich? Ja. Okay. So. Moment. Passt, super, danke. Kein Problem. So, Eisen. Und ich bräuchte eigentlich noch ein paar Betäubungsweile, damit ich dann noch einen Kühler gleich mitnehmen kann. Eisen ist noch wichtiger. Ja, das könnte ich ja parallel machen, weißt du? Vielleicht finde ich ja einen. Hier? Au! Aber es ist recht angenehm, dass es so ein Speed-Mammut ist. Echt speedig. Irgendwelche haben schon wieder T-Rex. Aber bislang scheinen wir hier ziemlich unentdeckt zu sein. Wo muss ich nochmal Benzin machen? Das mache ich doch in der Forge. In der Forge mit Leder. In der Forge. Hide und okay, Öl. Ich dachte, das mache ich im Cocktop, genau. Alles klar. Nee. Hier liegt so viel Eisen rum, das ist echt schlimm. So, was wollte ich machen? Ah ja, Narkotik wollte ich machen, stimmt. Wir haben wahrscheinlich immer noch keine Bären, ne? Nee. Wenn du ein bisschen wartest, ich bring dir 50 auf 150 mit. Okay, gut, dann hau ich mir das auf den Greifen und mach erstmal Eisen. Dann mach ich halt zwei Fuhren oder so. Aber ich habe halt nur 12 Betäubungsweile, das wird für ein Kilo nicht ausreichen in der Regel. Außer er ist niedrig. Wo ist denn hier Eisen? Im Schneegebiet jeder heller Stein. Also all die silbrigen Steine. Das sind recht viele. Hier, wo ich bin, sind allein 3. Silberne Steine. Also ich habe einen Fußreichweite, den ernte ich jetzt noch weg. Warte mal, ich komme jetzt den Hügel. Weißt du noch, wo die Bären bei uns sind? Wo der Schnee beginnt? Ich bin schon bei Metal jetzt. Ich habe schon was. Okay. Direkt neben dem Haus. Ja. Echt geil. Ja, genau das Ding bin ich auch am Abernten gerade hier. Achso. weil der fußläufig der spawnt halt vor allen Dingen relativ gut nach. Also den Stein habe ich schon 3-4 Mal abgeerntet. Sind die ja schon wieder zu schwer, Alter? Ja, wegen diesem scheiß Bogen. Ich muss den Bogen mal wegwerfen. Ja, ein Metall sind 2 stärker Einheiten, glaube ich. Jo, also ein Bogen wiegt halt auch einfach mal 7, ne? Okay, krass. So, hau einfach alles in den Greifen rein, was du hast. Der so. So, jetzt hat es unser Mammut auch geschafft. Sehr gut. Bären ja, sammeln. Hab ich schon. Yeah. Ich hab sogar welche mit. Ich glaube 300 Bären am Weg mitgenommen. Ich spuck mal ein paar aus. Kannst du gleich noch ein paar sammeln? Ich hab da mal so ein Preserving Bin hingestellt, dass wir Fleisch, ja, was wir braten, diese, Früchte, alles Stein haltbar und ist, Eisen, ja? Ins Mammut. Jo, mach mal. Halt. Jo, Metal. So, ich glaube, das reicht. Das Problem, ich wiege ja auch noch ein bisschen was. Warte mal, Saxon. Ist da noch ein bisschen Platz bei dir? Ja. Okay. Der hat halt 5 Millionen. Und kannst du gleich. Oder sammel dann noch Nacko-Berries und hau die mal in die Mörser rein. Mach ich gleich. Ich tu gerade die Beeren raushauen. Du kannst was nehmen, wenn du willst. Brauchst nichts trinken, sind herrlich zum Essen. Schmecken gut. das ist alles. Ja, jetzt finde ich die aber nicht mehr. Die Nacko-Berries sind nicht drin, die nehme ich mit zum Gebäude, ist ja logisch. Okay, gut. So,
Kann ich hier du könntest dann auch nochmal zwei Forges bauen, wenn es geht. Ja. Und ich also jetzt geht's hier ins Eingemachte, ey. Endlich flutscht das. Wunderbar. Ja, wir brauchen aber noch viel mehr Eisen. Jo, Lutz. Also das ist echt jetzt das 10. Mal oder so. Ja. Die müssen noch in der Nähe hier, oder? Nee, ich muss halt erstmal das Eisen wegbringen. Mein Greif hat nichts mehr. Okay, ich bin dann ein Stückchen weiter im, nach Norden noch. Jo. Das hier ist übelst viel Eisen. Nice. Ich habe das noch komplett weg. Jetzt machen sie sich so langsam, aber sicher machen sich die Vorteile dieses Spots hier bemerkbar. Ja. Wo wir dann vielleicht auch wieder ein bisschen aufholen können jetzt bald. Wenn wir dann einfach 8 MG-Stellungen hier draufsetzen. Weil dann können auch 10 T-Rex kommen. Die bannern wir dann einfach weg. Genau. Ab welcher Folge? Ich denke mal, so, im Chat stand vorhin da sein. Im Chat stand vorhin schon, dass ein paar Leute, ein Tribe schon mehrere T-Rex so, hat. Wir haben schon 35 Benzin. Es wäre dann cool, wenn einer das Eisen bei mir abholen könnte und die Steine. Weil ich bin schon total überladen hier. Wo bist du denn? Einfach nach Norden. Ach, da oben war so eine kleine Stelle da. Ein bisschen weiter nach unten. So. So, das sind mal genug Narkotics, glaube ich, um ein halbes Dorf einzuschläfern. Am besten nimmst du das Mammut mit. Das sind nur gut. Na super, das Mammut steht scheiße. Ja, weil du wirst, ja, ich hab Folgen. 600 Eisen oder so jetzt gerade. Fangen wir mit 61 an Narkotika an und hören dann mit auf, wie lange es geht. Schön. So, Betäubungspfeile. Oh fuck, ich. Sieht's denn aus? Ah, nice, es läuft schon. Okay, cool. Kann einer kommen mit dem Mammut? Ja, der Sex läuft gerade noch aus. Ein volles Mammut wird dir wenig helfen. Wir okay. Können auch nicht hexen. Hex? Bibi Blocksberg. Bonze, bist du da? Ja, ist jetzt oben. Achso, okay. Jetzt hab ich gesagt. Oder wolltest du eben zum Bacho. Bringst zum du Dingens. Auf dem Rückweg auch Nakrobian gleich mit? Ich schau, dass ich noch eine Smithy baue. Bring eine Eisenpickaxe bitte mit. Weil hier ist noch direkt ein zweiter Eisenstein, den würde ich auch noch mitnehmen, dann haben wir nochmal 2000 Eisen. 125 Stein, Flint, Leder, alles nehme ich. Und jetzt bräuchten wir, ach, Keratin brauchen wir, glaube ich, noch für Zementpaste. Das fehlt uns jetzt noch. Oder Chitin, oder brauchen wir Keratin? Ja, Chitin und Keratin, eins von beiden. Und davon auch nochmal gute, also mindestens 1000 Stück. Ja, das ist kein Problem, da muss ich halt, Ich muss nur... Oh, wo bist du denn? Ach, da ist er. Brauchen wir dann für die Muni, ne? Ne, für Zementpaste, für die Maschinengewehre. Okay. Und für die, Da müssen wir auch für alles. Müssen wir auch einkalkulieren, dass wir viele Muni da reinhauen. Alle kommen zu mir näher. Gut, dann so, kümmere ich mich jetzt um die Krebse. Dass wir Keratin bekommen. Und Chitin. Ja. Das ist ein Flugsaurier? Ich also, bin voll. Also, den kannst du auch auf Weltkirche sehen. Das besattelte, ist besattelt. Der ist besattelt. Das ist ein besattelter Flugsaurier. Wo? Oh. Ja, nördlich. Nee, guck mal überm Lager. Okay, Aber am besten ignorieren. Ich fliege einfach weg. Steig am besten ab und lass den hinter dir herlaufen. Hä? Hey. Mir fehlt genau ein Leder, damit ich die Schmiede bauen kann. Hauen wir welche von den Bären raus hier, warte mal. Krebse gibt's auch in dieser. Krebse gibt's auch in der Winterlandschaft, ne? Am Strand, glaube ich. Ja.
Ich bin total überladen, ich kann nicht mehr absteigen. Dann gib mir noch was. Ja, ich hab noch 400 Eisen in der Hosentasche. Also lauf weiter, lass den hinter dir herlaufen. Sonst komm ich ja nicht mehr weg. Okay. Oder Xerxon oder so kommt nochmal und holt nochmal irgendwie was ab. Also wie gesagt, da war ich am Flugzeug hier gewesen. Musst du ein bisschen aufpassen, ne? Ja, ja, ich schau eh. Ich bin der Flugzeug, der ist... Sagst du, du auf dem. Ist er noch da, aber ich hab die ich Sniper einstecken. Ich gerade auf den Petri, ja. Ich hab die halt die Sniper einstecken, ne? Also sag Bescheid, wenn er da ist, dann schieße ich weg. Ich. Ding, den holen wir einfach runter. Am besten dann gleich mal noch eine zweite Sniper herstellen. Ja. Eigentlich müsstest du ja genug Sachen dafür haben, oder? Naja, eine Sniper kostet über 100. 105, glaube ich, Eisen. Haben wir nicht so viel? Nee, wir müssen uns jetzt erstmal alles einschmelzen. Deswegen, also wir müssen bestimmt nochmal zwei oder drei Forges bauen. Ich habe jetzt nochmal einen Haufen Steine dabei. Heiz, sagtest du, brauchen wir noch, ja? Ja. Haben wir vielleicht noch im Adler oder so noch irgendwo Heiz drin? Ja, da sitze ich gerade drauf. Ich habe noch 200 Heiz einstecken, aber ich bin gerade auf der Suche nach Krebsen. Wegen Chitin. Dann müssen, Kannst hier du nochmal irgendwo? Wenn du runterfliegst, da ist ein Skorpion. Ja, ein Killen. Und eine Katze. Mehrere Skorpione. Kriegst du die kaputt? Mit dem Petri? Nein. Ja, halt, wenn du absteigst. Ich werde sicher nicht absteigen beim Skorpion, der mich mit einem oder zwei Stichen bewusstlos macht. Okay. Das sieht ja so aus. Mal auf die neue Art. Oh, da ist ein lila Ding. Lila war nochmal welches Level gewesen? 30 oder so. 30 nur? 35. Ja, die roten sind die. Rot, gelb ist wichtig. Lila ist. Okay. Ja, nett. Okay, dann würde ich jetzt aber aufgehen. Juhu! Dort, der eine ist hin. Hab ich mit dem Petri kaputt gemacht. Wir haben es 10:45 und gute 4 Stunden Aufnahme, das passt, denke ich. Alles klar, ne? Dann hau rein. Gutes Nächte und so. Wie viel Chitin brauchen wir? 1000. So, mal eben hier alles verstauen, was ich noch dabei habe. Also 500 kriege ich locker. Ja, fast 600. So, wenn die Bären nicht verderben sollen, ich habe dann Preserving Bären hingestellt, ne? Sehr gut. Wir sollten gleich Generator bauen, so schön wie möglich, damit wir dann Kühlschränke machen können. Jo. Ja. Da müssen wir aber noch einen zweiten Stock verbauen. Das wird sonst ein bisschen eng. Ich komme wieder, ich habe fast 600 Chitin mit. Ja gut, die sollten wir komplett zu Zementpaste machen dann. So, das sieht doch gut aus. Hier sind ganz viele Krebse. Also Petri ist einfach Imber. Boah, das sind ja gar keine Krebse, das ist irgendwas Silbernes. Hä? Was sind das? Muscheln? Achso, ja, das kann sein. Das ist ausgerechnet, das braucht man nicht, ne? Nein. Aber kannst du ruhig ein paar mitnehmen, wenn du da bist? Die wiegen halt nicht viel. Jo, mach ich. Gut, dann sage ich erstmal bis hierher. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Also, jo, ciao. Irgendjemand hat alle Steine rausgenommen.